Hallo und herzlich willkommen zu den Tag of News. Die letzten News sind schon wieder 3 Tage her und es ist unglaublich, es geht Schlag auf Schlag. Nikita hat angekündigt, diese Woche kommt was Großes und das hier ist es. Hier auf dem Bild sehen wir schön den alten Boss neben dem neuen Boss. Und der alte Boss ist Killer, der normalerweise auf Interchange rumläuft. Er befindet sich momentan auf der Map Factory und wird dort gejagt. Das ist ein Event, ein Geburtstagsevent. Ob es denn noch ein Pre-Vibe-Event ist, was es mit dem Ganzen auf sich hat, was unten dieser Text bedeutet und was die Entwickler im Developer-Vlog gesagt haben. Es gibt einen Entwickler-Discord, wo die Entwickler immer wieder auf Fragen der Community eingehen. Da war jetzt wieder eine Session, wo sie etwas preisgegeben haben. Was da besprochen wurde, hören wir jetzt alles. Let's go. Happy Birthday, my little boy, steht hier geschrieben. Also alles Gute zum Geburtstag, mein kleiner Junge, Sohn. Ist es der Bruder gemeint? Ist es der Sohn gemeint? Wir wissen es nicht. Mit dieser Karte, mit dieser Glückwunschkarte, hat Battlestate Games ein Event eingeleitet. Und zwar ist Killer jetzt auf der Map Factory zu finden. Er stattet uns einen Besuch ab. Besuch heißt, das wird natürlich nicht für immer sein, sondern nur für den Zeitraum des Events. Wir nennen es mal ein Geburtstagsevent, weil Killer Geburtstag hat. Wir möchten vorsichtig sein und es noch nicht Pre-Vibe-Event nennen. Wenn es ein Pre-Vibe-Event ist, dann wird jetzt auch gevibed die nächsten Tage mit 12.1.1, aber durch den Geburtstag können wir es nicht 100% sagen. Hier ein paar Worte von Nikita, wie er das Ganze eingeleitet hat. Guys, I just wanted to mention that be prepared for something interesting. I hope next it will start with the next week. Some cool stuff will be. So it will be a good thing to notice. Maybe to go back into the game, you know, it will be some interesting stuff. I hope hopefully starting next week, but I'm not sure yet. But we'll see. Damit ist es passiert. Das Event ist eingeleitet als Geburtstagsevent. Ein Pre-Vibe-Event bedeutet immer, dass ein Patch eingeleitet wird und daraufhin der Account gewiped wird. Pre-Vibe-Event selber bedeutet, dass einige Tage vorher besondere Aktionen stattfinden, dass man Händlerpreise runtersetzt, dass man Bosse hochsetzt, auf andere Maps setzt und so weiter und so fort. Also besondere Umstände hervorruft, bei der die Spieler nochmal eine Herausforderung haben, kurz bevor gewiped wird. So eine Art Spaß-Event. Kommen wir zu dem Entwickler-Q&A. Was haben die Developer auf dem Developer-Discord uns erzählt? Und zwar, erste Info, der Release. Die Entwickler meinten tatsächlich, dass der finale Release Ende 2022 sein könnte. Also unglaublich, das erste Mal, dass wir da richtige Zahlen hören. Ende 2022 bereits, finaler Release könnte sein, sagte der Dev. Eine sehr interessante Frage lautete, ich bin total verwirrt, wie wird jetzt das Endgame bei Escape from Tarkov aussehen? Und die Entwickler antworteten darauf, dass das finale Produkt so aussehen wird, dass der Raid-Modus ein primärer Modus bleiben wird und fokussiert werden wird. Das bedeutet, dass wir rein theoretisch einen ähnlichen Spielablauf haben wie momentan. Wir wählen uns eine Map, gehen darauf, machen den Raid und versuchen, Objectives zu erfüllen und zu escapen. Das Ding ist aber, dass man diese ganzen Dinge über sehr starken Progress erreichen muss. Das heißt, mit Level 1 beispielsweise sind die meisten Maps noch gelockt. Trader sind gelockt, man hat ein Karma-System, welches ganz unten ist. Und Loot und Ausrüstung zu finden ist nicht wie jetzt, sondern viel, 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 viel schwerer. Dieses Raid-System wird sich also mehr oder weniger darum drehen, auch die Storyline zu finishen. Und der Fokus auf PvP wird überhaupt nicht mehr so stark vorhanden sein. Wipes wird es hier gar nicht mehr geben, außer man spielt auf speziellen Seasonal-Servern. Das heißt Server, die Seasons beinhalten. Wird der Flea Market wieder entfernt? Flea Market wird nicht entfernt, es bleibt wie es ist und wird niemals entfernt. Was auch nicht mehr entfernt wird, sind Mangel an Produkten. Wir hatten letztens das Fuel Shortage Event, also ein Event, bei dem Benzin knapp war. Das war nur ein Test für andere Szenarien, wo andere Produkte entsprechend knapp werden können und diese werden in Zukunft eingeführt. Werden diese Knappheiten auch die Munition einbeziehen? Dadurch, dass wir ein dynamisches System in der Ökonomie und auch eine Dynamik in den Spielern und Händlern bekommen, absolut möglich, ja. Trader werden in der Lage sein, ihre Geschäfte sogar zu schließen, können krank werden und können sogar sterben. Das heißt, keine Produkte, keine Items sind 100% immer verfügbar. Das wird es nicht mehr geben. Wird es bald Offline-Runden geben? Technisch gesehen ja, es ist geplant für die Zukunft, aber es braucht einige Ressourcen, denn wir müssen spezielle Offline-Server für den Offline-Modus zur Verfügung stellen, um euch und euren Freunden die Möglichkeit geben, solche Runden spielen zu können.
Das heißt, das ist unter anderem auch ein logistisches Problem. Wie ist der Stand mit dem Netcode und wie weit sind die Arbeiten? Können wir erwarten, dass der Netcode gefixt werden wird? Die Entwicklung am Netcode findet kontinuierlich statt, Step by Step. Und es ist ein langer, langer Prozess, der noch weit in die Zukunft reichen wird. Es wird kein Update geben, was auf magische Art und Weise plötzlich einen Netcode komplett in Ordnung bringt, sondern es wird ein Zusammenspiel aus vielen, vielen, vielen Modifikationen, um den Netcode und die Game-Performance langfristig zu verbessern. Was ist mit dem Open-World-Game-Mode? Open-World wird kommen und wird ein separater Game-Modus sein, aber die Raids sind im Fokus. Das bedeutet, dieser Open-World-Modus wird kommen, aber nicht so im Vordergrund stehen wie der Raid-Modus. Das heißt auch, dass wenn neue Dinge ins Spiel eingeführt werden, zum Beispiel neue Klassen, neue NPCs und so weiter und so fort, dann werden diese immer erst im Raid-Modus eingeführt und später dann irgendwann in der Open World erscheinen. Diese Open World wird außerdem kein Modus sein wie in DayZ oder wie bei anderen Spielen, wo man eben diese Open World kennt, dass man einen Charakter hat, der sozusagen sein ganzes Leben darin verbringt, sondern man muss sich es eher so vorstellen wie ein Raid, der aber keinen Timer hat, und wo man sich unendlich lange aufhalten kann, aber irgendwann muss man eben auch aus diesem Raid entkommen. Konkrete Dinge, die dann zuerst in dem Raid-Modus eingeführt werden, sind zum Beispiel die DLCs Scav Life, das DLC Sniper Life, seasonabhängige Karten, Strahlung und Verstrahlungseffekte, neue Waffen, neue Ausrüstung und so weiter. Diese Männer, die von dem BTR 80 runtergesprungen sind am Ende von dem neuen Streets of Tarkov Trailer, war das die Black Division? Klare Antwort. Nein. Ist es wahr, dass BSG diese Art als Chat zu spielen, also dieses Shift-W rumrennen, rumspringen und so weiter, so sehr hassen, dass sie alles versuchen, diesen schnellen Spielstil zu zerstören? Ja und nein. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, denn es ist so, dass wir den Spielern ermöglichen wollen, auf ihre eigene Art und Weise zu spielen. Und die Wahrheit liegt also genau in der Mitte. Wenn man sich sozusagen ein Spielstil aneignet zwischen Chat und Raid, dann hat man sozusagen den optimalen Mittelweg. Was aber nicht bedeutet, dass wir den Leuten verbieten wollen, Shift W zu drücken oder stundenlang in einem Busch zu hocken. Es wird langfristig alles möglich sein und jeder soll so spielen, wie er möchte. Die Frage ist nur, ob es langfristig so viel Sinn macht, dadurch, dass das Spiel sich noch sehr, sehr stark ändert, ist vielleicht der eine oder andere Spielstil in Zukunft nicht mehr so effektiv. Da spielen unter anderem auch Dinge rein wie das Karma-System, das Inertia, also das neue Bewegungssystem, Klettern, Leitern besteigen und so weiter und so fort. Es gibt eine Tarkov-Solo-Mod, bei denen man praktisch Escape from Tarkov als eigenständiges Spiel spielen kann, ohne sich in Online-Gefahren auszusetzen. Ist dieser Spielmodus überhaupt erlaubt? Entwickler sagt dazu, wenn man sich die TOS durchliest, wird man schnell feststellen, dass jede Änderung am Spielcode, am Spiel selbst verboten ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Änderung Online- oder Offline-Raids betrifft. Also an dieser Stelle ganz klares Nein, es ist nicht erlaubt. Hier noch ein schönes Bild von dem neuen Boss. Kuvalda, aka Tagila. Ich gucke nochmal unten links in die Ecke, hier steht es nochmal ganz deutlich. Tagila, the Scav Boss, Tagila. Gerüchte lauteten ja, dass er Kuvalda heißen soll. Hier dieser Hammer, toller Hammer, sein Sledgehammer. Der wird leider nicht lootbar sein, das wissen wir bereits. Es ist auch nicht geplant, dass er lootbar sein wird irgendwann mal. Also dazu wissen wir nichts. Also nicht lootbarer Hammer, aber wird sehr, sehr stark sein. Die neue Technik von ihm, er wird ja Gegner rushen können. Dafür muss die KI noch verändert werden. Der Scavs, weil sich das ganze Bewegungsalgorithmus ändert. Auf der Rückseite diese Saiga, das ist eine vollautomatische Saiga. Es gibt einige Gerüchte, die sagen, dass das die neue Hauptbewaffnung von dem Boss sein könnte. Das wagen wir zu bezweifeln, weil diese vollautomatische Saiga laut Nikita zu stark war. Sie wurde getestet von Battleset Games und hat ihren Weg nicht ins Spiel gefunden. Also vollautomatische Saiga hinten drauf ist gecancelt. Ob eine ähnliche Waffe auf dem Rücken sein wird oder eine normale Saiga, das werden wir dann entsprechend sehen. Ansonsten ein schönes Abschlussbild von ihm hier. Wenn ihr euch die letzten News angucken möchtet, klickt hier drauf, hier der Link zu den letzten News. Geht ja momentan wirklich Schlag auf Schlag. Ansonsten sage ich, bleibt gesund, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.